Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um eine weitere Aufzeichnung von einem Kurzseminar von uns, diesmal zum Thema Marktkommunikation, also die Prozesse und Regelwerke, die Daten, die zwischen den verschiedenen Marktteilnehmern ausgetauscht werden, zum Beispiel zwischen einem Versorger und einem Netzbetreiber, bei einem Lieferantenwechsel, bei einer Abrechnung und so weiter. Das machen wir jetzt auch monatlich, so 2 Stunden ungefähr, 2,5 Stunden, in denen wir sehr prägnant über Grundlegendes oder Aktuelles sprechen wollen. Gleich nach meiner Ansprache schauen wir mal rein in eine dieser Aufzeichnungen und ich werde euch aber ganz spontan noch zeigen, wie das bei uns aussieht. Wenn ihr das ganz normal im Shop gekauft habt, dann habt ihr hier so eine Mitgliedschaft zum Thema Marktkommunikation, wo ihr dann zugreifen könnt auf alles, was dann eben freigeschaltet ist, zum Beispiel die Aufzeichnung vom, in diesem Fall, 1. September. Da sind hier ungefähr dann 2 Stunden. An dieser Stelle fällt euch vielleicht als bereits Kunde von uns auf, wir haben einen neuen Video-Hoster. Das stellen wir gerade nach und nach um. Sollte deutlich performanter sein. Und ich kann hier ein paar tolle Features noch reinmachen, wie so Quizze, die während des Videos aufploppen und sowas. Richtig cool für ein Lernportal. Aber auch hier könnt ihr die Geschwindigkeit verändern, die Abspielqualität ändern, ins Vollbild gehen, vor- und zurückspulen etc. Unterhalb dieser Videoaufzeichnung ist aber natürlich auch der Foliensatz als PDF. Na, da kann man auch mal kurz hier reinschauen. Ne? Wir haben über die Marktrollen, das Rollenmodell, die Marktregeln, die Kommunikation mit Edifact gesprochen. Wir haben auch eine Edifact-Datei uns angeschaut, Entscheidungsformdiagramme kurz angeschaut, einen Einblick in die Makro 2022 gewährt und auch in das Thema AS4. Das sind Sachen, die wir auf dem YouTube-Kanal natürlich auch schon mal angehend erklärt haben, aber richtige Details und Zusammenhänge gibt es natürlich nur in einem Seminar. Und diese Kurzseminare sind zumindest innerhalb von diesen etwa 2 Stunden eine recht prägnante, klare Linie. Einmal durch dieses Thema, nicht zu vergleichen mit dem Tagesseminar, keine Frage, aber eben dann doch ein bisschen spritziger und dementsprechend nicht uninteressant. Also schaut mal rein. Weil es natürlich noch den Versorger auf der anderen Seite gibt. Der ist ganz streng genommen nichts anderes als eine kleine Hülse, die Tarife anbietet für Endkunden, die ein bisschen Vertrieb macht, ein bisschen Marketing macht, meinetwegen noch Personal hat für Serviceanfragen. Auch das kann man alles outsourcen. Denn tatsächlich, sowas wie Tchibo Energie, Lidl Strom, Aldi Strom und so weiter, ich gehe mal davon aus, also bei vielen weiß ich gehe auch mal davon aus, dass die meisten dieser Marken natürlich keine echten energiewirtschaftlichen Mitarbeiter haben, sondern Dienstleister haben, die eben dann so ein White Label Dienstleistung anbieten und am Ende nur diese Marke drüber gestülpt wird. Weil faktisch ist es nichts anderes als, ich habe einen Tarif, ich habe Verträge mit meinen Endkunden, die bezahlen mich dafür, dass die ihren Strom beziehen. Wir checken das über den Zähler ab, ne? Das ist dann die Energiemenge, die wir hier festgestellt haben und das, ja, bezahlt dann eben der Kunde an mich als Versorger. Ich reiche ein bisschen was davon weiter an den Netzbetreiber, ich reiche ein bisschen was weiter an die Erzeuger und am Ende ist jeder irgendwie zufrieden. Das ist aber, deswegen betone ich das so, eine rein virtuelle Welt der Energiemengenzuordnung. Hat nichts damit zu tun, was wirklich mit meiner Steckdose passiert. Damit wir das schaffen können, damit wir diese virtuelle Struktur funktionieren lassen können, müssen wir eben zum Beispiel eine Marktkommunikation festlegen, die dann ganz klar sagt, wann muss wer wem was mitteilen und wie genau muss das sein und was muss bei einer Korrektur passieren und was passiert, wenn beide Seiten sich nicht einig sind und so weiter. Das sind dann eben die Regeln der Marko. Die Struktur des Marktes ist natürlich denkbar komplexer. Ne? Der Messstellenbetreiber hat dann noch den Zähler. Der sogenannte Bilanzkreisverantwortliche ist meistens eigentlich der Versorger oder eben dessen Dienstleister und kümmert sich um die Energiemengenbuchhaltung. Diese, ja, Bilanzierung, diese Bilanzkreisverantwortung und Bilanzkreisbewirtschaftung ist nochmal ein eigenes Thema. Das bieten wir auch hier und da an. Am Ende des Tages ist es aber nichts anderes als ein Energiemengenkonto, das ich reinschreibe. Diese Kilowattstunden habe ich eingekauft vom Erzeuger X oder von der Börse oder über meine eigenen Anlagen erzeugt. Die Stammdaten beinhalten jetzt die vorhin schon mal im Marktmodell angedeuteten Objekte wie das Bilanzierungsgebiet, wie die Marktlokation und so weiter, aber auch sowas wie ein Ablesetonus. Ne, lese ich den jedes Jahr ab, diesen Zähler oder in einem anderen Tonus und ist die Ablesung immer in der ersten Septemberwoche zum Beispiel. Das ist ein Stammdatum. Es gibt ja eine Veröffentlichung,
Im Anwendungshandbuch für Stammdatenänderungen, logischerweise, bei Idiot Energy, in der dann eben steht, wer ist verantwortlich V und wer ist berechtigt B. Verantwortlicher sendet die Information, Berechtigter ist berechtigt, die Information zu empfangen. Und dann steht hier eben zum Beispiel, ich zoome auch hier nochmal gerade ran, dann steht hier eben zum Beispiel, die Information geplante Turnusablesung des Meshnet-Betreibers, ne, ist ein Datumsfeld, wann wird wahrscheinlich abgelesen, ist in der Verantwortung V des WIM MSBs, ne, Strom-Meshnet-Betreiber im Lokationsbündel. Hier ist also immer der Meshnet-Betreiber in dieser Zeile gemeint. Der Meshnet-Betreiber der Marktlokation ist verantwortlich, der legt fest, wann ist das geplante Turnusablesungsdatum. Berechtigt sind jetzt Netzbetreiber in B und auch Lieferanten oder auch weitere Messstellenbetreiber, die für einzelne Messungen nur zuständig sind, aber nicht für die Gesamtmessung. Und die bekommen dann diese Information über die Marktkommunikationsprozesse zugeschickt. Das kann man eben hier zum Beispiel sehen, okay, Abrechnungsintervall des Lieferanten, des Versorgers, also wann kriegt der Kunde eine Rechnung, ist natürlich in der Verantwortung des Lieferanten zum entsprechenden Datum. Und berechtigt ist dann eben jeder andere, zum Beispiel vor allem natürlich der Netzbetreiber, weil der jetzt bestenfalls zusammen mit dem Messstellenbetreiber auch zu diesem Datum eine Messung zur Verfügung stellt. Wäre ja ganz sinnvoll. Wenn das Abrechnungsintervall eben sagt, hey, ich möchte jedes Jahr abrechnen und das ist dann zum Beispiel immer zum 1. Oktober, ja, dann gibt es bestenfalls zum Ende September, Anfang Oktober auch einen Zählerstand. Naja, und deswegen haben wir eben hier festgelegt, wer ist sinnvollerweise für was zuständig und wer kriegt dann diese Information, um dann bestenfalls auch was Zielführendes beitragen zu können. So eine Edifact-Datei sieht dann also in etwas so aus. Wenn man nichts weiter reinschreibt, sieht die so in etwa aus. Toll, ne? Die ist jetzt auch schon sortiert. Normalerweise gibt es hier keinen Zeilenumbruch. Den haben wir schon mal freundlicherweise gemacht, weil hier praktisch auch jede feste Information hat hier so ein Semikolon dran. Ne? Dahinter ist dann der Umbruch für eine neue Information. Das hier ist, kann man schon mal relativ schnell erkennen, eine UTLMD, weil hier oben entsprechend UTLMD auch niedergeschrieben ist. Okay, dann ist es also eine Stammdatennachricht, eine Wechselprozessnachricht. Im Chat gab es die Frage, werden die Nachrichten verschlüsselt, gesichert, übertragen? Ja, mittlerweile. Wie ich auch betone, mittlerweile. Dann ist das wirklich so, dass bis vor ein paar Jahren es zwar empfohlen war, eine richtige E-Mail-Verschlüsselung anzuwenden, aber es war nicht ganz vorgeschrieben. Ich glaube auch wirklich erst mit dem Smart Meter Rollout oder mit der Marco 2022 wurde das richtig verpflichtend. Also erst so Richtung 2017, 2018, dass man praktisch den AS2-Standard verwendet. Das ist S/MIME-Verschlüsselung und so weiter. Ne? Also dass man diese typischen E-Mail-Verschlüsselungsmethoden eben anwendet, um dann diesen Anhang, das ist am Ende eine Textdatei, nicht so einfach abfangbar zu gestalten. Ja. Mittlerweile ist das also Stand heute verschlüsselt übertragen. Der Aufbau ist, wie gesagt, immer relativ ähnlich. Wir haben, das sieht man hier so am Anfang, ne, hier mal stehen UNA. UNA ist jetzt schon ganz interessant, weil es ja der erste Buchstabe im Alphabet ist, was hinten steht, ne? A. Und dann kommt hier irgendwann mal UNB. Und am Ende haben wir unten mal ein UNZ. Also irgendwie scheint das ja so zusammenzuhängen, dass wir hier praktisch so eine gewisse Chronologie anhand dieser UN-Segmente erkennen können. Und so ist das auch. UNA eröffnet die Datei. UNZ schließt die Datei. Okay. UNB ist nochmal in der Eröffnung sowas wie ein oberer Briefkopf oder mehr sowas wie die Angabe auf dem, oder sowas wie das Etikett auf dem Briefumschlag. Denn hier ist ja zuerst so eine längere Nummer mit 99, ne, nach dem Plus und vor dem Doppelpunkt. Das ist die ID,
eines Marktpartners. Und die nächste 99 ist auch die ID eines Marktpartners. Wir haben hier praktisch den Absender und den Empfänger mit ihren festen IDs, die beim Branchenverband hinterlegt ist. Und hier drunter ist dann spaltenmäßig angegeben, was sind die Pflichtangaben in dieser Art von Nachricht. Und was sind die Pflichtangaben in der positiven Antwort? Was sind die Pflichtangaben in der ablehnenden Antwort? Und das ist dann wieder genau der gleiche Aufbau mit den Segmenten und Datenelementen, wie wir sie gerade in dem MEG nachlesen konnten. Weitere Automatisierung sind die Kontaktdaten. Es war auch hier in der Vergangenheit so, dass wir die Kommunikationsdatenblätter ausgeteilt haben. Und auch das waren entweder PDFs oder Excels, in denen dann stand, Team Wechselprozesse hat die Nummer so und so und die E-Mail-Adresse so und so. Und Team Abrechnung hat die Nummer so und so und die E-Mail-Adresse so und so. Und das war dann ein Excel, was man sich von der Webseite des Netzbetreibers runtergeladen hat oder so. Also das kann man machen, aber ist halt nicht besonders automatisierbar. Und im Zweifel hat das auch bedeutet, dass dann neue Kommunikationsdaten wirklich von Hand abgetippt oder kopiert worden sind in die Systeme oder ins Outlook. Kann man machen, muss man nicht. Das wird jetzt automatisiert mit einem neuen EDIFACT-Nachrichtentyp namens Partin, Partner Information. Der Name sagt es ja auch schon. Hier stehen dann die Daten drin, die wir pro Abteilung praktisch haben, ne? E-Mail, Postfach und Telefonnummer, aber auch sowas wie erreichbare Arbeitszeiten. Na, also das ist auch eine interessante Geschichte. Pro Abteilung kann hinterlegt werden, Montag bis Donnerstag, 10 bis 14 Uhr, Freitag nur 9 bis 13 Uhr. Na, das kann man dann schicken in eine EDIFACT-Nachricht, das geht. Also wenn euch das interessieren würde, dann geht einfach mal auf unser Lernportal. Der Link ist natürlich direkt auch unten verlinkt. Ihr könnt das dann hier einfach ganz normal in den Warenkorb packen, dann per Rechnung, per PayPal, per Kreditkarte und so weiter bezahlen und habt dann direkt den Zugriff auf diese Aufzeichnung und werdet dann auch freigeschaltet für die ganze Gruppe, für die Mitgliedschaft Marktkommunikation, wo es dann eben auch noch ein Austauschforum gibt, wo man Fragen immer noch mal reinstellen kann, die dann im den nächsten Seminar zum Beispiel behandelt werden oder die direkt im Forum auch beantwortet werden können, wo sich vielleicht auch eine kleine Community bildet aus euch ganzen coolen Teilnehmern. Also mal schauen, was da auch an Fragen von euch noch kommen könnten. Dementsprechend, wenn euch das interessiert, klickt gerne mal rein. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr die nächsten Videos ebenso nicht verpasst. Und dann zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.